Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Partner, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Und mein Programm findest du auf liebeschiff.de. Und heute haben wir mal so eine richtig schöne, klassische, bindungsängstliche Beziehung und wie man da vor die Hunde geht, wenn man einfach zu nett ist, zu wenig Grenzen setzt. Also es ist echt ein absoluter Klassiker, sollte ich euch unbedingt anhören, bis zu Ende. Und ist eine relativ lange Mail. Ich glaube, ich werde das an einer oder anderen Stelle mal ein bisschen zusammenfassen. Hallo Christian, danke für deine Videos. Ich habe deine Inhalte angefangen zu konsumieren, weil ich irgendwie immer an bindungsängstliche Menschen gerate. Ja, und dann ist für dich mein Liebeschip-Modulprogramm genau das Richtige. Guck nicht nur die Videos, mach kein Cherry-Picking. Geht das Ganze wirklich mal kontrolliert an. Manchmal komme ich immer suggeriert, dass es nun endlich ein gesundes Gemeinsamsein ist und da kommt die Realität mit einem Schlag. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass eigentlich ich an allem schuld bin. Ja, das ist ganz typisch. Wir haben uns vor einem halben Jahr, haben meine Ex-Freundin, also das ist dann hier eine lesbische Beziehung, kennengelernt. Ja, du bist Anfang 30, sie ist Anfang 20, sie studiert noch, ich bin selbstständig, erste selbstständige Beziehung. Ich war sehr vorsichtig am Anfang. Wir haben uns 3 Monate Zeit gelassen, bis wir die Beziehung als solche definiert haben. Sie hatte vorher eine 2,5-jährige Fernbeziehung nach Timbuktu, aber eine richtige nahe Beziehung hatte sie vorher nicht. Ja, gut, ist jetzt keine Wertung für diese Frau, aber das ist häufig, wenn man selber sichere Beziehungen sucht, natürlich nicht so ein gutes Setting. Jetzt ist sie natürlich auch relativ jung und ja, meine Güte. Beim ersten Date sagte sie schon, dass diese andere Frau eigentlich ihre Traumfrau sei, es nur wegen der Entfernung nicht geklappt hat. Ja, da geht das Gepikste schon los, würde ich mal gleich sagen. Später stellt sich heraus, dass die Ex-Freundin heiraten wollte und sie dann, also sie heiraten wollte und sie hätten dann auch zusammen sein können. Aber auch wegen Visum, aber meine Ex wollte das dann nicht. Ja, es gibt immer Gründe, warum man immer alles nicht klappt. Ich fragte mich am Ende, ob wenn das die Traumfrau schon nicht schafft. Ja, haben wir lange nicht mehr darüber gesprochen. Die berühmte Phantom-Ex haben wir hier. Also die Ex, die so auf dem Podest gehoben wird. Und auch, um dich so unbewusst runterzusetzen. Weil du bist ja nicht die Traumfrau. Das ist schon, das finde ich schon ziemlich gemein. Aber nicht, dass sie das bewusst macht. Aber das war wahrscheinlich die erste Red Flag, die ich schon übersehen habe. Ach, ist doch keine Red Flag. Nein. Nun, die ersten Monate waren wunderschön. Ja, keine Beziehung, fühlt sich so richtig an wie die falsche. Wir haben uns sehr liebevoll und respektvoll behandelt und hatten viel Nähe und gemeinsame Zeit, was mir persönlich wichtig ist. Am Anfang war ich eher diejenige, die ein bisschen gebremst hatte, weil ich davor schon eine ganz ätzende, toxische Beziehung hatte. Ja, umso wichtiger, dass du das richtig aufarbeitest, dein Beziehungsmuster, ne? Danach war ich in therapeutischer Behandlung und habe, Traumatherapie gemacht, ja, boah, das muss ja auch echt schlimm gewesen sein. Hat ihr das erzählt und ihr gesagt, was damals passiert und dass ich nur an einer ernsthaften Beziehung interessiert sei. Ja, wenn das was helfen würde, dass man das sagt, das wäre schön. Aber das kannst du jemand nicht sagen. Du musst diese Menschen aussortieren oder eben nicht aussortieren. Also mit einer Frage kriegst du das nicht gelöst. Das wird nicht klappen, ne? Muss ich auch jetzt die Zeit nehmen, sich kennenzulernen, aufeinander einzulassen. Vor allen Dingen müsstest du vielleicht auch gucken, ob du so ein passives Bindungsangstthema hast. Ne? Altersunterschied hatte ich mir einfach einen Blick. Ja, Gott, können wir mal drüber hinweggehen. Dann kamen die ersten Probleme. Wir wollten eine Reise antreten. Die hat bestimmt jetzt schon nicht geklappt, könnte ich für wetten. Hatten schon alles geplant und sogar gefreut. Sie hat es voller Vorfreude ihrer WG mitgeteilt, um diese teilhaben zu lassen. Und ihr WG-Mitbewohner wollte sich es ausregen wegen des CO2-Ausstoßes des Flugzeugs, ja. 2023 Probleme. Sie hat es mir dann kurz bevor ich los musste im Bett morgens gesagt, dass sie nun dran zweifelt und diese Reise vielleicht nicht mehr machen möchte. Also bei allem Respekt für Klimaschutz ist das einfach dieses typische Muster, dass Sachen, die so ein Commitment bedeuten, also eine Reise ist ja auch ein Commitment, dass sie eben häufig nicht klappen. Und es gibt immer irgendein, man hat mir schon oft ein bisschen drüber lustig gemacht, immer irgendeinen absurden Grund, ne? Der Goldfisch ist krank, wellensittlich, hat sich den Fuß gebrochen und jetzt diesmal ist es der CO2-Ausstoß des Flugzeugs. Alter, mein Job ist so crazy, ey. Ja,
Ich sage nur mal wieder, wer will, ich mal wieder, Prinz Harry verlässt das Land. Sagen wir mal ein schlechtes Beispiel, ist mir egal. Also verlässt das Land, verlässt alles, verlässt seine Familie. Und diese Frau will nicht mal mit dir fliegen wegen des CO2-Ausstoßes. Ne? Das ist. Meistens holt man sich das rein, wenn man es irgendwie kennt aus der Kindheit, so, ne? Dieses keine Zeit kriegen, abgelehnt werden, kann nicht beobachtet, nicht beachtet werden. So, sie betont immer wieder, dass sie nicht leicht beeinflussbar sei. Ja, achso, ja, dieses Sprichwort geht natürlich immer, ne? Wer will, überwindet jede Grenze. Wer nicht will, findet Gründe. Und das sind die findet Gründe, ne? Danach gab es weitere Situationen, die mich tatsächlich verwirrten, auch verletzten. Sie war zum Beispiel eine Woche bei ihren Eltern und wir hatten uns dann offensichtlich eine Woche nicht gesehen, was kein Problem ist für mich. Ja, aber da geht's schon los, ne? Ich holte sie vom Bahnhof ab und als wir dann in meiner Wohnung waren, fragte ich sie, wann denn ihre Freundin morgen zu Besuch kommt. Meine Freundin hat sich leider nie wirklich viel aus Plänen gemacht und ich habe dann eben schon einen Tag vorher wissen wollen, wie ich denn meinen Tag einplanen will. Das ist natürlich wieder zu viel verlangt. Bestimmt kommt dann gleich wieder, dass ihr mehr Leichtigkeit haben sollt. Als ich dann fragte, wie lange, also natürlich völlig in Ordnung, dass du das willst, ne? Ist ja klar. Als ich dann fragte, wie lange ihr Besuch bleibt, ich meine, wir reden ja auch hier über lesbischen Kontakt, Kontext, ist ja auch, wenn da plötzlich eine Freundin zu Besuch kommt und dann da übernachtet, ist ja auch schon, ist ja was anderes dann auch, ne? Just saying. Teilt sie mit, dass dieser 5 Tage bei ihr nächtigt. Ja. Mhm. Wahrscheinlich im gleichen Bett, weiß ich nicht. Ich war so perplex, dass ich mir davon vorher nichts mithalte. Ja, und dass sie dich auch nicht einbezieht, ne? Dass ich sie fragte, und wann wolltest du mir das sagen? Sie verstand das Problem überhaupt. Also ich kenne das, also das kenne ich alles aus dem FF, wirklich diese bindungsängstlichen Beziehungen, wo man immer nur sich fragt, was soll das jetzt? Und warum kann man sich jetzt wieder eine Woche nicht sehen? Und da findet man auch keinen Boden. Es ist einfach bodenlos und toxisch. Das ist wirklich toxisch. Und das macht dann einfach kaputt so auf die Dauer. Ne? Aber sie hatte offensichtlich keine Bewusstheit, was sie da macht. Und ich weiß auch nicht, wüsste auch nicht, wie man sowas. Natürlich kannst du mit ihr reden, das wirst du ja auch machen, nur da müsst du irgendwie die Nervensäge und alles. Also meiner Ansicht nach ist das auf so einem Level, wie wir das hier haben, ist das nicht lösbar. Und natürlich gibt es, ich nenne die aber so plus zwei, minus zwei Beziehungen, also findet ihr in meinem umsonst Produkt auf der Webseite, diese Skala, klar, da hat der eine ein bisschen Bindungsangst, der eine ein bisschen Verlustangst. Das kann man mit Reden in den Griff kriegen, weil das dann auch die Bereitschaft da, die ist ja hier gar nicht da. Ne? Sie verstand das Problem überhaupt nicht und ich versuche sie jetzt zu erklären, müssen wir jetzt auch, können wir wieder übergehen. Sie fühlte sich dann angegriffen, na, da haben wir es ja, und meinte, dass sie ja wohl eure Freundin sehen dürfte, auch wenn wir uns 5 Jahre nicht gesehen haben. Natürlich. Ich versuche dir dann zu erklären, dass es nicht darum ginge. Ja, das ist, als wenn du einen Goldfisch Schach beibringen willst. Das also ist auch jetzt kein Angriff gegen deine Freundin. Sie versteht es einfach nicht. Da kannst du nichts machen, das ist meine Meinung, ne? Ich würde mich freuen, wenn sie die Zeit mit ihren Freunden verbringt und würde mir nur ein bisschen mehr Integration wünschen. Ja, besser kann man das meiner Ansicht nach nicht sagen. Aber es ist ein Lost Case hier, glaube ich. Ich wurde schlichtweg einfach nicht mitgedacht. Im Nachhinein mach ich mir natürlich Vorwürfe, dass ich das nicht sanfter formuliert habe. Du machst dir Vorwürfe, dass du das nicht sanfter formuliert, was komplett sanft formuliert ist hier, während deine Freundin einfach die Sau auslässt. Sie macht, was sie fucking will. Die macht, was sie will. Also diese Art von Mitgefühl solltest du dir geben und nicht deiner Freundin. Ne? Wie immer, sage ich auch hier wieder, müsste es viel härter sein mit dir. Ne? Viel härter. Ist dann sagen, ey, was soll der Scheiß, hab ich keinen Bock drauf. Entweder wir sehen uns regelmäßig, aber wir lassen uns jetzt hier on the spot. Wir beenden das hier sofort irgendwie. Ne? Dieses immer drum rumschleichen und walking on eggshells, das bringt nichts. Also du kannst noch so nett sein, wie du willst, da wird sich nichts dran ändern. So, ja, ich saß dann da mit Holte, weil sie sich einfach nicht bei mir meldete und mich hängen ließ.
als sie, und das war dann auch in der Zeit, als eine WG-Party stattfand, wo du natürlich nicht teilnehmen darfst. Also ich bin sicher, es war, wahrscheinlich sind es irgendwelche Kindheits-Issues bei dir, aber diese Beziehung ist einfach, es ist nichts, es ist einfach scheiß bindungsängstliche Beziehung, wo du nur vor die Hunde gehst und deine Frau ist einfach, deine Frau ist einfach fucking illoyal, sorry. Was willst du damit, ne? Als sie dann erreichte, meinte sie, hätte einfach länger gebraucht und es nicht geschafft, mich anzurufen, weil ich so viel feiern musste. Also das kenne ich alles so einzeln. Ich musste so viel feiern, ich konnte dich nicht anrufen. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn ich so viel feiern muss, ne? Solche Situationen gab es häufiger und kratzen sehr in unserer Beziehung. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum sie mich nicht an ihrem Plan teilnehmen ließ. Ja. So, jetzt übergehe ich mal, es kommt jetzt noch x weitere Situationen so in der Richtung. Es kam auch irgendwann raus, dass sie mit einem ihrer Mitbewohner häufig kuschelt. Oh. Wo sind deine fucking Standards? Was denn noch? Soll sie vor deinen Augen mit jemandem rumpimpern oder was? Was muss sie noch machen, dass du sagst, hier ist meine Grenze? Ne? Ich meine, das ist aber halt immer das Problem, wenn man in der Kindheit, weiß ich, kenne jetzt deine Kindheit nicht, aber vermute ich mal, keine Grenzen gelernt hat und alles ertragen musste, dann wird man halt so. Oder auch manchmal hat man auch so ein bisschen Charakter in die Richtung. Aber du musst wirklich Grenzen lernen, ne? Sie ist, by the way, nicht nur lesbisch, sondern ohne Label. Hatte auch schon was mit Männern, nur keine Beziehung. Ja, das ist ja, steht ja alles frei. Aber sie ist einfach fucking illoyal. Dann soll sie einfach sagen, hey, ich stehe auf offene Beziehung ohne irgendein Milligramm an Commitment. Ne? Und da kannst du auch machen, was du willst. Dann kannst du auch andere Frauen daten, aber du willst es ja nicht. Und dann ist es einfach die falsche. Ne? Der Mitbewohner hat sich wohl einfach in ihr Bett gelegt und sie hat ihn gekrault. Alter! Wo sind deine fucking Standards? Oh, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Du weißt genau, was du was Besseres verdient hast, ne? Wirklich, ey. So, als das rauskam, war ich alles andere als begeistert. Ja, das ist aber wirklich, wo ist deine Grenze, ne? Und ich meine, sagen wir es mal positiv, siehst du deinen Arschengel, die wird dich so lange triezen, bis du eine Grenze findest. Sie wird so lange weiter das explorieren, ob du irgendwo eigentlich eine Grenze hast. Weiß nicht, bis sie vor deinen Augen irgendeine andere durchnimmt irgendwie und solange, es wird immer schlimmer werden, so, ne? So. Ja, dann hat das natürlich, das ist der nächste Dealbreaker, Weihnachten auch nicht geklappt, wollte sie 10 Tage bei ihren Eltern bleiben und du durfst sie natürlich nicht sehen. Ich sage ja, es wird immer schlimmer. So, wenn ich das jetzt, das ist alles so lang hier, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, aber ja, aber ich denke schon. Gut. Sie schrieb mir immer wieder, wie sehr sie mich vermisst, postete aber gleichzeitig irgendwelche happy Instagram-Stories und folgte neuen lesbischen Frauen. Was noch? Wo sind deine fucking Standards? So, aber wie gesagt, ich zum größten Teil kenne ich das, habe so auch schon so einen Scheiß gemacht. Also natürlich ist es immer ein bisschen anders, aber ist wie es ist. So, ich habe mich grausam gefühlt in dieser Schwebe. An Glück hatte ich in dieser Zeit neue Freunde, die mich auch gefangen haben. Ja, jetzt kommst du mal raus. Super, das ist gut. Sie meinte anscheinend, dass sie sich so freut, mich hoffentlich ganz bald wieder zu sehen und mir einen Kaffee trinken möchte. Ja, das ist aber immer so. Ich würde mich so freuen, dich zu sehen, nur es findet einfach nicht statt. Es findet einfach nicht statt. Ne? Deswegen sage ich ja immer wieder, ihr könnt Wörter da rein, da raus, spielt keine Rolle. Als ich mich dann distanziert habe, weil es mir echt schlecht ging. Sehr gut, here you go. Hat sich darüber beschwert und gemeint, dass er es sehr schade findet. Dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie es mir geht. Ja, du sollst natürlich weiter Aufmerksamkeit liefern, aber bloß kein Commitment hier, ne?
Herzchen hier und da. 2 Wochen später bin ich wieder schwach geworden. Ja, gut, das, dann kommt man halt in diesen On-Off-Cycle rein. Dann habt ihr euch getroffen. Sie antwortete dann endlich nach, dass die Trennung die richtige Entscheidung war. Ja, aber du sollst natürlich im Loop bleiben, ne? Und dass sie es auch vorher hätte sagen können, sorry, ich kam mir richtig verarscht vor. Und hast du gesagt, du möchtest sie nicht mehr sehen. Jetzt wirft sie mir vor, dass sie was ganz Wertvolles kaputt gemacht hast. Du hast hier gar nichts kaputt gemacht. Das hat sie alles gemacht. Weil sie gerne auch mit mir befreundet gewesen wäre. Ja, ich sag ja immer, die Nebenleistung von Beziehungen will man natürlich gerne mitnehmen. Das ist ja dieser ganze bindungsängstliche Mist. Ne, ein bisschen Kuschel hier, Kuschel da, bloß kein Commitment. Befreundet sein, wobei sie sich überhaupt nicht freundschaftlich benimmt hier. Das, hoffe, dass du dieses generöse Angebot ablehnst. Ich komme ein bisschen vor wie im falschen Film, fühle mich einfach so hin und her gerissen, weil ich das Gefühl habe, ich kann mir selbst gerade gar nicht mehr vertrauen. Ja, das nennt man Liebessucht und das heißt, weißt du, was es heißt, sollte man raus und alle Brücken, die sich abbrechen, ist nur meine Meinung. Du machst natürlich, was du meinst. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich jetzt sehr unempathisch von ihr finde, wie sie nach der Trennung mit mir umgeht und auch manipulativ. Also ich finde es total gut, dass du das nochmal rauslässt, was du wirklich denkst. Das ist anti-co-abhängig, das ist einfach sagen, was du denkst. Am besten ganz ruhig. Und das machst du natürlich für dich, um das so loszuwerden. Nicht, dass du jetzt denkst, das nützt irgendwas. Sie ist daraufhin richtig arrogant geworden. Ja, das darfst du natürlich kritisieren, darf man natürlich nicht. Sie darf alles, du darfst gar nichts. Ne? Ja, jetzt würde ich gerne aus der Sache lernen, hoffe, du kannst mir helfen. Ja, mach die fucking Kurse. Habe ich sie zu sehr unter Druck gesetzt? Also, meinetwegen hättest du sie 50 Mal mehr unter Druck setzen können. Das ist doch ihr Problem, wenn sie normale, ganz normale Beziehungsstandards als Druck empfindet, ist nicht dein Problem, das ist ihr Problem, ne? Was kann ich in der nächsten Beziehung besser machen? Noch viel 50 Mal härtere Standards. Lass dich nicht für blöd verkaufen, ne? Eisenharte Standards kann man dann irgendwann wieder lockern, wenn man das so integriert hat. Aber für die nächste Zeit, mach Modul 1, Modul 0, eisenharte Standards. Das kann ich dir raten. Schwank in einer Tour zwischen Emotionen, Trauer, Enttäuschung, Wut und weiß nicht so richtig, warum man sich das so extrem trifft. Ja, das ist immer so in diesen Beziehungen, das ist ganz normal. Weil man so ständig verletzt wird und die alten Wunden aufgerissen werden. Weil ich ja eigentlich selbst wusste, was gewaltig, was nicht stimmt. Ja, aber mein Gott, ich bin da auch durch solche Sachen durchgegangen. Also, wahrscheinlich bin ich etwas naiv gewesen. Naivität, also war bei mir auch einer der größten. Bis heute bin ich manchmal, also nee, heute, inzwischen habe ich es im Griff, glaube ich. Ich war entsetzlich naiv früher. Ey. Naivität ist eines der größten Probleme, wirklich. Halt immer noch so lange an Dingen fest, die mir eigentlich nicht gut tun. Yep. Am meisten verletzt hat mich dieses mir Sicherheit geben und dann meinem Bauchgefühl das, was ist, verleugnen und plötzlich so unfair Schluss zu machen. Ist das mein Ego? Naja, du hast ja deinem Bauchgefühl auch nicht getraut, ne? Aber ja, das ist das Ego. Wie kann ich das beiseite legen? Das, wie gesagt, ich kann dir nur raten, nicht nur die Videos zu gucken, mach mein Kurssystem. Das braucht natürlich Zeit jetzt, also ich meine, vielleicht gehst du auch nochmal in Beratung oder so, weil das kann, die können, das sind schon so Crasher, diese Beziehungen, das macht man dich wirklich am Boden danach, ne? Das ist ganz normal, ne? Ich dachte wirklich, ich sei jetzt bereit für eine sichere Beziehung. Ja, ist leider ein längerer Prozess, ich habe auch mal gedacht, jetzt habe ich es verstanden und aber wenn du bereit wärst für eine sichere Beziehung, hättest du viel früher. Sichere Menschen setzen viel mehr Standards, ne? Machen viel schneller. Oh, kein Schritt weiter, rote Linie, da gehst du rüber, ist es vorbei. Aber das wirst du lernen. Wurde leider von der Realität eingeholt, habe in mir mittlerweile wirklich eine Wut und Groll, den ich so gar nicht spüren mag. Habe mich jetzt bei einem Boxkurs angemeldet. Ja, super, finde ich gut. Hoffe, das geht wieder vorbei. Also auf jeden Fall geht es vorbei, aber es geht umso schneller vorbei, je mehr du jetzt wirklich konsequent null Kontakt machst und sie nicht mehr in dein Leben lässt, ne? Ich will das nicht mehr erleben müssen. Erstens jedes Mal so enttäuscht zu werden. Ich glaube einfach, dass ich selbst einen massiven Anteil dran habe. Also du bist nicht schuld daran, dass du dich so verhält, ne? Aber du hast sie natürlich in deinem Leben gelassen. Das ist so dein Anteil, ne? Liebeship-Kurse habe ich gerade schon gestartet. Ja, wunderbar. Dann ist doch prima. Dann glaubt er, wirst du viel Antworten finde. Freue mich sehr, wenn du dieses Thema auf deinem YouTube-Kanal behandelst. Hiermit gemacht. In diesem Sinne, schönen Tag noch und wir sehen uns bald wieder.